kontrolliert worden. Wenn du London gewinnst mit Streckenrekordzeit, wirst du automatisch kontrolliert. Aber wir wissen auch, es gibt unzählige Methoden. Tempo, was die laufen und es ist sogar drunter. Denn, und das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, Eliud Kipchoge ist die zweite Hälfte, der zweite Halbmarathon also, ist er gelaufen in 1:02:49. Das ist unter 3 Minuten Schnitt. Können Sie sich erinnern, liebe Zuschauer, sind Sie mal 1000 Meter gelaufen in der Schule vielleicht? 3 Minuten? Wissen Sie, wie schnell das ist? Oder können Sie sich aufgestellt? Am Ende hat es nicht ganz gereicht für einen Weltrekord. Ihm fehlen gerade mal zu der Bestzeit von Dennis Kimetto gerade mal 6 Sekunden. Es sind die letzten Meter. 41,3. Der letzte Kilometer für auch Schießwettbewerbe stattgefunden. Da ist dann das Ziel. Das sind noch mal 700 Meter kerzengerade. Aber dann wissen Sie alle die Medaillen. Dann ist noch mehr gezeichnet. Lilesa, das ist die große Überraschung. Bronze 2011. Der erste Kenianer damals, der nach einer Medaille griff. Er wird Zweiter, er holt Silber. Der Äthiopier. Der Äthiopier holt Silber in der Zeit von 2 Stunden 09:54. Auch er bleibt noch unter 2:10. Und das größte Meisterschaftsdebüt, das liefert hier Galen Wrap-Up. Er läuft hier mit 2 Stunden 10:06 ins Ziel. Persönliche Bestleistung für den Amerikaner. Platz 2 für den Äthiopier Lilesa. Platz 3 Bronzemedaille für Galen Rupp, der sich hier durchgebissen hat, der darauf gehofft hat, dass das Rennen langsam wird, damit er seine Sportschnelligkeit am Ende ausspielen kann. Aber das hat Eliud Kipchoge besser gelöst. Er wusste, nur mit einem knüppelharten Tempo. Sie haben sich das Tempo richtig eingeteilt. Sie haben sich Mann für Mann nach vorne gebracht.